Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem Abarth. Wir waren ein paar Mal mittlerweile auf dem Bilzerberg wieder und ich merke, es wird immer ernster um dieses Fahrzeug, weil je weiter wir in diese Szene reinrutschen, je erfahrener wird man, je mehr Ansprüche hat man. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so gekommen, wir waren bei... Haben wir echt den Käfig schon gezeigt? Ja, ja. Echt? Im letzten Video, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, die Leute kennen den Käfig schon. Naja, letztes Video war ja lackiert sogar komplett dann. Ja, mit Käfig drin? Ne. Nee. Ich meine, ihr kennt den Käfig noch gar nicht. Also, Käfig ist drin, wir waren bei Wichers. Stimmt! Haben wir noch einmal wieder reingemacht. Jetzt seht ihr, was ich halt so geil finde an diesem Schwarz-Weiß-Kontrast. Ich feiere es ja. Ich mag es. Also ich persönlich finde weißes Auto, dieser schwarze Käfig. Ja, das sieht schon gut aus, ne? Einfach perfekt. Auch so, wenn man hier so von hinten drauf guckt. Ich meine, ihr werdet die Autos eh noch sehen, alle. Fühlt man sich auf jeden Fall gleich viel sicherer hier drin. So, jetzt letzter Punkt. Genau da, warte mal, wir gehen mal zurück. Genau da, wo du standest, stand ich bei Wichers und gucke so von hinten drauf. Und das Erste, was man euch zeigen kann, ist, wie das Lenkrad zu den Pedalen steht. Es zeigt zu weit nach links, kann das sein? Es zeigt nach links und guck mal, es steht zwischen Kupplungspedal und Bremspedal. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, wo du deine Beine hättest, steht da theoretisch das Lenkrad jetzt gerade bei deinem linken Bein. Ja, das ist richtig. Du sitzt in der Kiste eigentlich so drin. Das ist nicht so gut. Dazu kommt, wenn man von vorne guckt, wenn du jetzt von vorne drauf guckst, siehst du auch noch, dass das Lenkrad nach rechts gekippt ist. Ja, komplett. So. Ich glaube, gefühlt die fast alle Kommentare waren am Anfang, dass die Sitzposition immer noch scheiße ist. Und ich habe immer wieder gesagt, wir können es nicht ändern. Wir haben das Lenkrad schon maximal zum Körper geholt, aber es war trotzdem nicht geil. So, dann habe ich ja die Jungs von Animal Racing kennengelernt. Denn Daniel, der war so oft hier, um das Armaturenbrett zu scannen und so weiter, dass wir natürlich den Innenraum einmal mitgescannt haben. Und aus diesem Innenraum hat Daniel, der baut nämlich eigentlich Sitzkonsolen für Rennwagen, um genau diese Thematik zu korrigieren. Das heißt, auch beim BMW ist das ein Problem, E46 zum Beispiel. Man sitzt nicht gerade zum Lenkrad. Und man sagt ja immer, man muss das Auto über den Körper im Sitz spüren. Und das geht natürlich schlecht, wenn das Lenkrad zum Körperfeld steht. Weil man immer irgendwie einfach vom Gehirn her falsch denkt. So, das sind alles Nuancen, aber die machen es halt am Ende aus. So, somit war jetzt die Idee, ob wir hierfür auch was machen. Der Abarth-Innenraum ist relativ einfach. Und zwar, wenn man hier mal reinguckt, ist der Sitz eigentlich nur auf drei festen Punkten. Also ist es wirklich eine gerade Fläche, diese drei. Und hier nochmal einmal um die Ecke wird es hier nochmal verschraubt. So. Das heißt, wir blenden jetzt mal ein Modell ein, wie der Unterboden gescannt war. Und anschließend hat Simon, das ist der Konstrukteur von Daniel, diese Konsole dafür konstruiert. Keine Angst, das ist jetzt 3 mm Alu, das wird natürlich nicht final sein. Sondern wir wollen heute in diesem Video die Sitzposition definieren, korrigieren, finalisieren. Ja, und das ist halt immer das Geile am Scannen, ne? Wenn man sowas scannt, es passt halt einfach direkt auf einen Millimeter überall, ne? Ja, klar. So, ist geil. Das heißt, das ist jetzt erstmal unsere Basis. Vorher war diese Konsole drunter. Das war, glaube ich, die original Recaro-Konsole. Die ist natürlich, wenn du hier von der Seite filmst, deutlich höher. Okay. So, das heißt, das ist die Verschraubungsfläche. Da waren wir vorher, jetzt sind wir hier. Das heißt, hiermit kriegen wir den Sitz nochmal deutlich tiefer. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, kann ich euch noch nicht sagen, aber ich würde sagen, als allererstes schrauben wir mal die Konsole hier rein. Dann stellen wir den Sitz drauf. Das heißt, die Recaro-Konsole ab. Die L-Adapter erstmal dran lassen, die werden wir am Ende auch noch tauschen. Aber erstmal gucken, wie man mit dem Adapter hier drin sitzt. Jawohl. Ja, das ist doch... Also, das ist jetzt hier maximal tief drin. Wir haben das jetzt erstmal so 1:1 übernommen. Hier muss man am Ende natürlich jetzt noch den L-Winkel so ein bisschen auf die untere Konsole anpassen, weil das macht natürlich keinen Sinn, dass die hier nach hinten 10 cm in der Luft steht und hier vorne noch nicht in der Luft steht. Das heißt, tendenziell würden wir die Konsolen sogar umdrehen, dass es vorne komplett drauf ist. Man könnte bei dem Auto, sehe ich sogar, wenn wir es umdrehen, die Konsole direkt, also den L-Winkel mit dem Auto verschrauben. Das wäre natürlich in Sachen Steifigkeit etc. das Beste, was du machen kannst. Definitiv. Also, jetzt erste Mal einsteigen. Oh, jetzt fängt es tatsächlich an zu regnen. So gefreut, dass wir heute hier mal draußen ein Video machen können. Müssen wir uns beeilen jetzt direkt. Rein. So. So, jetzt ist natürlich das Problem. Ich kann jetzt nicht auf den Konsolen, auf den Pedalen rumtreten, weil das alles noch leer ist. So, also der Sitz ist jetzt auf jeden Fall ganz hinten und
Also, was ist das hier? Schon ganz schön tief, ne? So, also man sitzt jetzt, wenn hier erstmal ein Armatur mehr drin ist, man muss immer dazu sagen, Rennauto, die Formel-1-Fahrer liegen ja richtig. Die haben ja die Füße sogar über dem Lenkrad übertrieben gesagt, ne? Also die haben quasi das Lenkrad auf Höhe der Füße. Da müssen wir hin. Jetzt wären doch nicht schlecht, oder? Da kommen wir später zu. Also, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das ist das weit hinterste, was auf jeden Fall geht. Von der Höhe her, von der Seite, wenn ich das Fenster so sehe, wird man am Ende nur noch mein Helm so ein bisschen sehen. Aber ehrlich gesagt will ich da schon hin. So, weil jetzt gerade könnte man sagen, wenn ich jetzt trete, boah, film mal drauf, wenn ich jetzt komplett die Bremse trete, ist mein Bein definitiv fast gestreckt. Also ich habe noch ein bisschen Winkel drin, um noch genug Kraft zu haben. So wäre schon von Bein her, wäre so schon perfekt, definitiv. So, ganz wichtig auch immer beim Sitzen ist, die Schultern müssen anliegen, damit man auch dort definitiv das Auto spürt. So, wie weit muss das Lenkrad zum Körper? Man sagt immer als Faustformel, Hand drauflegen, Manta-Sitz. Dann ist gut. Sieht gut aus, passt für Rennstrecke. Ich persönlich habe das Lenkrad allerdings gerne noch weiter dran, weil ihr seht, das ist zwar schon nicht schlecht, aber es könnte noch weiter. Also am liebsten hätte ich das Lenkrad eher hier. Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt müssen wir allerdings mal gucken, dass die Schaltung nicht zu weit wegkommt. Das ist noch so ein Punkt. Aber was? Die können wir hier zum Glück auch noch großen Shift da in der Mitte auch variieren. Dreh mal einmal ganz raus und gib mal die Kamera einmal. Also, ich zeig euch das mal. So, wenn man hier jetzt drauf guckt, sieht man, wie schräg das Lenkrad eigentlich steht. Sieht man das? Ja, vielleicht. Ich bin so nah am Bildschirm, dass ich ihn nicht mehr erkennen kann. Aber wenn ich jetzt gerade auf die Narbe gucke, gucke ich fast schon gar nicht mehr auf die Mutter. So schräg steht das Ding. Ach krass, okay. Ja, also es ist schon deutlich schräger. Ich würde vorschlagen, wir machen mal Folgendes. Also wir haben eigentlich nicht viele Möglichkeiten, die Lenkrad, die Säule zu verschieben. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wir haben hier eine Platte, wo 4 Befestigungspunkte sind, hinten und vorne. Ja. Das heißt, das Beste wäre, dort irgendwelche Adapter zwischen zu machen. Also wir könnten das ganze Ding natürlich umschweißen. Wir könnten es hier natürlich abtrennen und das Ganze auf dem Rohr so ein bisschen. Aber ich glaube, da wir nicht ganz so weit in eine andere Richtung müssen, könnten wir das daran gestalten. Ich schraube die mal los. Weil cool wäre jetzt natürlich, die ganze Lenksäule rauszubekommen. Dann könnte ich hier zwischen diese Verlängerungsnarbe wieder wegmachen und wäre auch wieder näher an den Hebeln und so. Ja. Ob man das braucht, ist eine andere Sache. Problem ist nur, irgendwann wird auch unten das Kreuzgelenk wiederum zu lang sein, also zu kurz hier unten. Ne? Ja, das darf man dabei auch immer nicht vergessen, wenn die Lenksäule jetzt natürlich ein bisschen wandert. Hm. Wir schrauben die mal einmal los, sichern das Ganze nach hier oben und können dann das so positionieren, wie wir es gerne hätten. Also ich muss mal sagen, der Käfig kommt wirklich meinem Ideal schon nah. Das sieht echt gut aus. Sehr nah, ne? Also die ganze Konstellation aus Streben, die doppelte A-Säule, das Kreuz im Dach, hier diese, man nennt sie zwar eigentlich die Nussknackerstrebe, weil der Kopf so ist. Ja, klar. Boah, das ist schon... Geht schon, ne? So, was auf jeden Fall krass ist, man kann noch gut einsteigen. Ist ja bei manchen Autos ganz anders mit so einem Käfig. Mhm. Also zum Pedalen ist es jetzt schon auf jeden Fall schon mal, das ist perfekt. So, jetzt müssen wir die Lenksäule nur noch, also man kriegt sie auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten schon mal hin. Weil man, ihr seht ja, was man hier so an Spiel hat. Naja. Und wir können ja die Verschraubung hier tatsächlich noch aufhalten. Das ist ja gerade noch nicht alles. Das heißt, wenn wir hier mit Spacern arbeiten und da vielleicht ein bisschen Langlöcher reinmachen, dass wir sie so ein bisschen noch gedreht kriegen, könnte das sogar schon fast reichen. Andere Variante wäre natürlich, wir arbeiten genau eine Länge nach vorne. Das heißt, die Lenksäule kommt nach hier so, dass man genau so viel Abstand zwischen hat, dass man wie aus dem Aluklotzen in Art einen kleinen Absatz reinmachen kann. Also man schraubt hier einen Aluklotz drunter, ein komplettes Profil. Dieses Profil kriegt wieder eine neue Senkung, wo genau dieses Teil reingeht. Dafür müssten wir mal gucken, ob wir das gerade hinkriegen hier irgendwie, dass die Lenksäule da drin hängt und ich sie losschrauben kann. Das ist natürlich das Allercoolste. Was würdest du tendenziell sagen? Lieber die ganze Lenksäule rausziehen und die, also dass ich ihn hier wegnehmen kann? Ich denke mal, es wäre am angenehmsten, oder nicht? Ja, zumindest dieses Stück.
Oder hier diese Differenz. Also am angenehmsten wäre es, wenn man diesen Adapter wieder rausnehmen kann, das Lenkrad direkt draufschraubt. Das wäre, glaube ich, schon cool. Also da müssten wir natürlich mit der Lenksäule deutlich, deutlich noch weiter her. Was brauchst du? Die Knarre. So Lenksäule und sowas noch nie mit beschäftigt. Ich auch nicht. Aber genau dafür sind wir ja da. Weil klar, man verrennt sich in diesen Projekten definitiv immer. Es würde alles mit viel, viel weniger Aufwand gehen, aber das bin einfach nicht ich. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sowas gleich anzupassen und so zu bauen, wie man es am Ende cool findet, also was heißt cool findet, in dem Fall geht es ja noch nicht mal um cool, sondern in dem Fall geht es definitiv maximale Performance. Und ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Abarth am Ende so schnell wird, dass sich echt einige fragen werden, warum ist das Ding so schnell? Und ich glaube, dass zu solchen Sachen einfach am Ende das Gesamtpaket auf jeden Fall zählt. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so richtig rüberkommt, aber das steht ja schon ordentlich schnell. Und ich glaube, wenn du da auf einem guten Performance-Level fährst, merkst du das. Guck mal. Also. Was schon mal gut ist, das Kreuzgelenk hinten hat ein Schiebestück drin. Da sind jetzt natürlich genau meine Füße vor. Das Kreuzgelenk, also die Verbindung von Lenksäule zum Lenkgetriebe, ist eigentlich so, dass wir die, übertrieben gesagt, überall hinkriegen. Da ist auf jeden Fall genug Luft da. Wir müssen jetzt mit der Lenksäule irgendwo, übertrieben gesagt, hier so hin. So. Und hier rüber. So würde ich gerade drauf gucken. So passt der Abstand. So würde ich mich hier wohl drin fühlen. Sieht auch gut aus. Wenn ich, da, ja. Man sieht halt am Ende noch nicht mal das Lenkrad so knapp aus der Türkante raus. Ne? Nee. Aber man darf nicht vergessen, am Ende kann ich die Höhe des Lenkrads kein einstellen. Das heißt, wenn wir jetzt den Spacer dazwischen rausnehmen wollen, muss die ganze Lenksäule noch mal weiter nach hier kommen. Ist das möglich? Ja, möglich ist alles. Ich denke, am besten allerdings fahren wir... Wir brauchen Billet. Nee, ist kein Spaß. Eigentlich wäre schon, das Beste wäre leider hier zwischen ein komplettes gefrästes Teil. Wo zwischen? Ja, also diese komplette Anschraubfläche einfach komplett nochmal neu generieren an der Stelle, wo wir es gerne hätten. Ah, ja, okay, macht Sinn. Das wäre zumindest in meinen Augen die Lösung, die auch am sichersten ist, weil an der Lenksäule spielt ja schon in gewisser Weise ein bisschen Sicherheit mit. Es wird ja nicht abbrechen hier. Ich sitze hier später in einem 6-Punkt-Gurt. Das heißt, auch der Gurt ist fest. Mhm. Also da, ich kann gar nicht bis zur Lenksäule hin. Deswegen ist das in dem Fall jetzt nicht so drastisch wie bei einem Straßenauto. Meistens macht man sich das Leben am Ende schwerer, als es ist. Also es gäbe jetzt auch zum Beispiel die Variante, wir trennen es hier ab. Diese Naht machen wir auf. Mhm. Schrauben es komplett wieder dran. Und setzen es irgendwo an der Stelle hier wieder an. Als Beispiel so, ne? Also, ja. Okay. So, die Variante würde es auch geben. Da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Aber fest steht auf jeden Fall, am Ende muss das Lenkrad genau hier stehen. Schaltung, Handbremse. Ja, wie gesagt, Schaltung sehe ich irgendwie in der Mitte hier eher schon so ein Shifter. Ja, eigentlich muss ein Shifter her, irgendwie so, das muss eher so in die Richtung hier gehen. Ja, ja. Aber ich glaube, ja, muss relativ nah ans Lenkrad, ja. Okay, eigentlich muss es noch weiter raus. Ja, aber jetzt sieht man hier doch mal, wie viel das ist. Weil wenn er jetzt hier drauf guckt, das ist locker eine Fingerbreite, sind wir neben den Löchern. Von deiner Perspektive aus jetzt. Genau, damit es am Ende schön gerade steht. So viel Versatz haben wir da schon. Auf jeden Fall. Ein schönes Bild, dich mal wieder am Abarth sitzen zu sehen hier. Also was mich am Ende eigentlich am meisten ärgert ist, das hätte man natürlich machen müssen, bevor der ganze Innenraum schön auslackiert ist. Mhm. Dann hätte ich jetzt nämlich einfach Folgendes gemacht. Hätte, wie schon gesagt, diesen Rahmen hier abgetrennt. Mhm. Hätte diesen Rahmen hier wieder drauf festgeschraubt. Und hätte dann einfach aus der gleichen Blechstärke Dreiecke gebaut, die ich hier angeschweißt hätte. Mhm. Und schon hätte die Lenksäule einfach da gestanden, wo ich sie gerne hätte. Das ist jetzt mit einem frischen Innenraum. Genau, mit einem frischen Innenraum hier jetzt anfangen zu schweißen, ist so eine Sache. Aber ich vermute leider, es wird in die Richtung gehen. Weil das ist eigentlich die einzig, ich will nicht sagen vernünftige Lösung, aber
Ach so, ja. Muss Käfig wieder für raus, ne? Ja, ja, klar. Natürlich. Da hat sich das schon gelohnt, dass das... Ja, das ist halt leider so. Deswegen dauert es halt auch ein bisschen länger. Ja. Aber das Ergebnis, Alter, wie ich hier so drin sitze, könnten auf Monositz eigentlich fast umbauen hier, ne? So wird schon krass. Und je tiefer man sitzt, je tiefer ist der Schwerpunkt. Das ist halt genau das, was man erreichen will. Ne? Ich glaube auch, je weiter wir hinten sitzen, je mehr können wir die Vorderachse beim Lenken entlasten, um eine Kurve, weil mehr Gewicht nach hinten geht. Idealerweise hätten wir ja 50-50 als Gewichtsverteilung. Und da wollen wir mit der Zeit langsam hin. Da fehlen noch ein paar Sandsäcke aktuell im Kofferraum. So. Ja, aber das, ich glaube, wir sind da schon, wir sind auf dem Weg. Ich würde sagen, wir unterbrechen hier jetzt erstmal. Ich mache mir über Nacht ein bisschen Gedanken beim Einschlafen mal wieder. Alter, guck mal, das ist auch geil, ne? Ja. Brauchen wir gar keine Armablage mehr. Ja, wollte ich sagen. Und wir bauen einfach keine Tür ein. Dann seht ihr gleich, wie es weitergeht. So, als allererstes fangen wir jetzt an und erleichtern den Kollegen mal so richtig. Das heißt, wir trennen jetzt erstmal alle Halter ab, die nicht mehr benötigt werden. Ja, das war doch mal ein bisschen flexen. Wir haben schon ordentlich was runtergeholt. Das wiegen wir allerdings ganz zum Schluss. Jetzt geht es weiter, dass wir diesen Halter, wo die Lenksäule dran geschraubt ist, vorsichtig und heile abtrennen, dass wir den dann am Ende neu anschweißen können. So, ich habe jetzt eben den Halter noch ein bisschen sauber geflext, damit wir den gleich passend positionieren können. Spannender Moment, wie viele Kilo sind runtergegangen? 2,2 Kilo. Da sieht man halt immer mal wieder, wo, an welchen Ecken man wirklich bei so einem Auto noch Kilos findet. Ne? Weil 2,2 Kilogramm nur sinnlose Halter, fände ich schon viel. So, jetzt wieder zurück in der Halle, Träger ran, Lenksäule positionieren und gucken, wo wir landen. Also, ich habe mich spontan doch umentschieden. Ich hatte schon so grob ausgemessen, wie der Halter muss. Er muss sage und schreibe 9 cm weiter raus, 3,5 cm zur Seite. Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir das grob angepasst, habe es jetzt hier erstmal mit einem richtig dicken, fetten, massiven Punkt geschweißt. Fett und massiv, damit ich das Ganze jetzt später am Ende im Auto, könnt ihr sehen hier, das ist noch recht lose. Das heißt, im Auto kann ich das Ganze gleich positionieren, wie ich es gerne hätte. Dann wieder raus vorsichtig, dann festschweißen, dann verstreben. Was eine Action. Okay, Versuch mit einem Punkt und ein bisschen zurechtbiegen hat super funktioniert. Nämlich gar nicht. Also muss ich mir doch irgendwas überlegen, den jetzt so hochzuspannen. Helfen an, wäre jetzt gut.
Also, nächster Versuch. Jetzt mit 2 Punkten angeschweißt. Vorher noch mal ein bisschen besser ausgerichtet. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach passt. Jawohl, da kommen wir der Sache doch schon näher. Also wir haben jetzt von der Verstellung her das Lenkrad ganz unten. Das heißt, selbst wenn mal der Sitz höher kommt oder man weiter nach vorne rutscht, kann man das Lenkrad noch nach oben klappen. Das war mir besonders wichtig. Jetzt gucke ich einmal, ob es gerade sitzt. Lenkradmitte ist jetzt ziemlich genau das mittlere Pedal. Ich würde auch sagen, also ich würde sagen, wir biegen es nach oben und schweißen es genauso fest. Geil, das wird doch langsam. So, jetzt haben wir das Ganze einmal von oben und unten schon mal verschweißt. Ich hoffe, man kann das hier ganz gut erkennen. Das sieht doch schon mal stabil aus. Jetzt müssen wir die Verbindung hier wieder noch herstellen. Das Ganze bauen wir natürlich nicht so schräg, sondern in gerade. Aber hier hätte ich auf jeden Fall gerne auch einen... ein perforiertes Blech für, wegen der Steifigkeit. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da so finde. Gesagt, getan, einfach aus den Resten, die wir eben gerade noch abgeschnitten hatten von dem Träger, kurz einen passenden Träger zurechtgeflext, den dann hier verschweißt. Ja, und jetzt sollte das Ganze mindestens genauso stabil wie original sein, wenn nicht noch stabiler. Das heißt, wir sind eigentlich soweit durch. Bevor das Ganze jetzt allerdings zum Pulvern geht, wieder zurück in der Halle, noch einmal Probe montieren und gucken, ob alles passt. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich heute das Ding rein und raus gerubbt, geschliffen, geschweißt, bin komplett durchgeschwitzt und brauche jetzt auf jeden Fall eine Dusche. Aber Lenkrad ist drin, Lenksäule ist drin. Was soll ich sagen? Aufwand hat sich gelohnt, ist in meinen Augen perfekt. Ich sitze jetzt ganz hinten, weiter hinten geht nicht. Ich kann immer noch ganz durchtreten, ich habe immer noch genug Winkel in meinen Beinen, um ein bisschen Power auf den Pedalen zu haben. Jetzt kommt's. Ich kann ohne Probleme das Lenkrad höher stellen. Das heißt, falls doch mal jemand weiter vorne sitzt oder höher sitzt, kann man das Lenkrad hochstellen. Das Lenkrad sitzt genau, ich würde sagen, auf Höhe des Bremspedals, vielleicht minimal weniger. Man sitzt auch hier. Ja, perfekt. Gleich ganz anderes Auto, wirklich. Also das hat sich definitiv gelohnt. Und ich sage, das sind diese ganzen kleinen Nuancen, die am Ende so ein Auto richtig schnell machen. Weil, ihr seht ja schon, wie weit hinten, wie tief ich jetzt sitze. Das bringt einfach den Schwerpunkt immer, immer tiefer, immer, immer weiter in die Mitte. Also unterm Strich bin ich gespannt, was die Waage am Ende sagt. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal von außen an. Und dann sind wir auch schon wieder durch und weiter geht's. So. Jetzt sieht man vielleicht ganz gut, wie schön gerade das Lenkrad jetzt steht. Perfekt. Wenn man jetzt mal von hinten drauf guckt, sieht man hier auch nochmal schön, wie schön das mittig steht.
Ja, aber jetzt reicht definitiv für heute. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Dann zeige ich euch auch, wie dieser Kumpel hier gepulvert ist. Und ja, wie es dann so langsam in die letzten Züge geht. Ciao.